Sie sind hier, 13. Januar 2019, 23.27 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Johannes Geis wechselt von Schalke 04 in die 2. Liga. Urheberrecht Getty Images. Johannes Geis flieht von Schalke 04 in die 2. Bundesliga zu einem Aufstiegsfavoriten. Er erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Der erste FC Köln hat sich für den Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga mit dem früheren U21-Nationalspieler Johannes Geis verstärkt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Vizemeister Schalke 04 und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Er hat sich im Laufe der Jahre und von Station zu Station immer weiterentwickelt. Er ist ein richtig guter Kicker mit einem unheimlich starken Willen, sagte FC-Trainer Markus Anfang. Geis soll dabei helfen, die verletzungsbedingten Ausfälle im zentralen Mittelfeld zu kompensieren. Fee, sofort weiterhelfen. Auf unserem Weg zurück in die Bundesliga haben wir die Verantwortung, alles zu unternehmen, um auf Kurs zu bleiben. Mit Johannes haben wir einen Spieler dazu bekommen, der uns mit seiner Qualität sofort weiterhelfen kann, erklärte Geschäftsführer Armin Fee. Geis traf am Sonntagabend im Trainingslager der Kölner auf Mallorca ein. Sein Vertrag auf Schalke wäre am Saisonende ausgelaufen. Er hat für die Königsblauen keinen Bundesliga-Einsatz absolviert, von Sportinformationsdienst.